Die Landjugend Rohrmoos-Schladming-Pichl hat es sich zur Aufgabe gemacht, unser heimisches Brauchtum zu wahren und fortbestehen zu lassen. Dazu zählt auch das traditionelle Maibaumumschneiden, das am Samstag, den 3. Juni, in Rohrmoos stattfand. Alljährlich erfreut sich der Brauch des Maibaumumschneidens großer Beliebtheit. Doch bevor man den Maibaum umschneiden kann, muss erst ein passender gefunden und aufgestellt werden. Gespendet wurde der diesjährige Maibaum vom Bürgermeister Höchst selbst. Ja, wir haben den am 30. beim Herrn Bürgermeister geholt, den haben wir dann geschäpst, den Baum. Dann haben wir ihn rausgeführt, dann haben wir die ganze Grenze aufgeschmückt, den Baum. Dann ist der Arzbacher gekommen mit dem Kran, der hat uns dann den Baum aufgestellt und dann ist es dann passen geworden. Wir Mädchen haben die Kranz gebunden zusammen und genau die Jungs, die haben den Maibaum aufgeführt mit vielen Traktoren und ja, ist immer ganz gut, wenn wir den ausstellen. Für die Mitglieder der Landjugend ist neben der Wahrung des Brauchtums die Gemeinschaft, die durch Aktivitäten wie das Maibaumumschneiden entsteht, einer der wichtigsten Aspekte ihrer Arbeit. Ja, für uns ist es eigentlich schon wichtig, dass die Brecher aufrechterhalten werden und dass das Maibaumfestel da oder halbe ist, weil das ist eigentlich für Rohrmoos ein Dorffest, kannst du sagen. Also wir probieren schon, dass wir gewisse Brauchtümer schützen und wir haben auch also einheitliche Tracht, dass man uns auch erkennt und auch wenn viele Landjugenden auf einem Haufen sind, dass man uns halt rauserkennt. Und so auch wie das Maibaum umschneiden oder Erntedankfest, da schauen wir, dass das erhalten bleibt. Und dann war es Zeit, sich ans Umschneiden des Maibaumes zu machen. Die Stimmung beim Maibaumumschneiden vom Hotel Moser zur Verfügung gestellten Platz war hervorragend. Und so beteiligte man sich auch munter am großen Schätzspiel, bei dem es neben dem Maibaum, dessen Länge geschätzt wurde, viele tolle Preise zu gewinnen gab. Die Landjugend ist essentiell für das Fortbestehen unserer heimischen Bräuche und kulturellen Identität. Das weiß auch Bürgermeister Trinker zu schätzen, dankt der Landjugend für ihr Engagement und gratuliert zum gelungenen Fest. Die Bedeutung der Landjugend ist eine sehr, sehr große. Man lernt sich kennen, man hat Kontakte, man lernt voneinander, man macht viel gemeinsam. Wenn jemand bei der Landjugend ist, läuft er nicht Gefahr, irgendwo einsam zu sein. Und die Menschen schauen aufeinander. Das ist für mich das Wertvollste, dass die jungen Leute gemeinsam viel machen und aufeinander achten. Das Maibaumaufstellen ist ganz ein altes Brauchtum. Und das ist schön, wenn die jungen Menschen schöne alte Bräuche in die neue Zeit mit hinübernehmen und vielleicht dort und da was modernisieren. Aber der Kern des alten Brauchtums, das Gemeinschaftliche, das ist auch natürlich ein bisschen ein Fruchtbarkeitssymbol im Frühling, Sommer, wo alles wächst. Das ist schön, wenn das erhalten wird. Und Erfolg gibt der Landjugend recht. Denn war der Baum auch schon gefällt, gingen die zahlreichen Schaulustigen noch lange nicht heim. Ließen das Maibaumumschneiden in Rohrmoos gemütlich und heiter ausklingen.